So, bitte entschuldigt das etwas dunkle Bild. Ich habe jetzt vorher schon mal den ISO recht weit runtergestellt, da die Lichtbögen schon relativ hell sind. Ja. Nochmal was zu meinem Setup. Ich arbeite hier mit einem Schütz, mit einem LS-Schalter, um den Schütz zu bedienen. Ist nicht optimal, muss ich mir noch einen Taster besorgen. Ja. Und an den Mikrowellentrafos muss ich muss das Setup sowieso mal komplett neu machen, weil das ist alles riesiges Chaos hier. Und hier sieht man, ich arbeite hier seriell. Ich komme den ISO mach mal ein bisschen hoch, dass man sieht. Ich arbeite hier seriell. Ist aber nicht gut, da es da Corona-Einladungen gibt, was man an dem charakteristischen Hochspannungszischen hören kann. Und primär habe ich es parallel verschalten. Das werde ich noch ändern, dass ich sekundärseitig parallel arbeite und primärseitig antiparallel. Das heißt, die zwei einfach nur vertauschen hier. Na, aber sekundärseitig muss ich das natürlich ändern, weil das funktioniert sonst logischerweise nicht. So, die Kondensatoren. Sieht man hier, sind parallel. Muss man nicht so machen. Ich könnte auch den mit auf die Seite rüberpacken. Einfach in Reihe den dazu, dass ich eine Spannungsfestigkeit von 4,2 kV erhalte. Weil einer hat, glaube ich, 2100. Ja, 2100. Aber das ist im Prinzip egal. Ich habe das halt jetzt so gebaut. Das sind die letzten zwei Kondensatoren, die ich noch so rumliegen habe. Und bis ich ein neues Add Bis ich ein neues Setup mal baue, muss ich erst warten, bis ich mehr Kondensatoren habe. Ich möchte auch die Trafos unter Öl setzen, dass die sich nicht so schnell überhitzen. Und ja, jetzt machen wir erstmal paar dicke Lichtbögen dann. Nochmal was, weil mich, ich weiß nicht mal, welches Video das war, in irgendeinem Video, wo ich gefragt, wie sieht es mit Magnetronexperimenten aus? Ja, das liegt hier noch. Ich habe damit früher rumexperimentiert, ist mir aber zu gefährlich geworden. Na, damals kann ich mich noch nicht ganz so gut aus, aber mittlerweile denke ich mir, oh Gott, na. Man weiß ja nicht, wo die Strahlung überall rauskommt, ne? Kann ja auch da was rauskommen und dann, ich habe keine Lust, einfach, ich habe einfach keinen Bock, blind zu werden, ne? Und Hochspannung ist nicht ganz so, klar, genauso gefährlich im Prinzip, kann ich umbringen, aber das ist nicht ganz so heimtückisch wie Strahlung, weil Strahlung sieht man nicht und bei Hochspannung, ich weiß, wo Spannung drauf ist und den Lichtbogen sieht man. Des Weiteren muss ich noch eine Drehstromsteckdose hier installieren, da ich hier gerade fest angeklemmt das Ganze habe. Das möchte ich aber jetzt nicht zeigen. Ja, wie gesagt, machen wir mal ein paar schöne dicke Lichtbögen. So roundabout 1 Meter lang. Ist natürlich ausbaufähig noch, da geht auf jeden Fall noch mehr, aber ich habe einfach nicht genug Kondensatoren aktuell. Vergessen, bei einem resonanten Setup immer entladen. Das tut sehr, sehr weh, wenn man da dran kommt.